Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten. Gesetz zur Stärkung der Rolle der Kommunen auf EU-Ebene, Drucksache 20-92522. Und zur Einbringung hat sich Herr Dr. H.C. Hahn von der FDP gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Europa-Union Hessen hat sich auf ihrer letzten Jahrestagung unter anderem mit dem Thema beschäftigt, wie man denn Europapolitik, wie man denn die segensreichen und die weniger segensreichen Dinge, die aus Brüssel und aus Straßburg kommen, in die hessische Kommunalpolitik einbauen kann. Und dann haben Sie einen entsprechenden Beschluss gefasst, dass die Kommunen verpflichtet werden sollten, einen eigenständigen kommunalen Europabeauftragten einzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 70% der in der Europäischen Union beschlossenen Regelungen haben Einfluss auf die Kommunen. Also alleine vom Inhalt her ist dieser Hinweis der Europa-Union Hessen von dem ehemaligen Europaabgeordneten Thomas Mann, der CDU-Politiker ist, geleitet, sehr vernünftig. Inhaltliche Vorgaben sind in aller Regel natürlich auch vorzubereiten. Da gibt es ja schon eine relativ kluge Struktur, die wir gemeinsam in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben, in dem die hessische Politik Einfluss auf europäische Politik nehmen kann. Und ich bin immer noch dankbar dafür, dass es in meiner Verantwortungszeit gelungen ist, das Haus der Regionen zu errichten, zu füllen und jetzt auch mit richtig gutem Leben zu erwecken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und da ist auch die Kommunalpolitik schon vertreten. Natürlich haben die kommunalen Spitzenverbände dort ihre entsprechenden Büros bzw. ihre entsprechenden Verbindungsmitarbeiter. Ich bin auch dankbar, dass die Region Frankfurt-Rhein-Main dort schon seit längerer Zeit ein entsprechendes Büro hat. Dort ist also auf der Ebene der Vertretungen der kommunalen Familie auch schon eine Organisationsstruktur vorhanden. Nur unten, in den Kommunen nicht. Und das ist der Ansatz, den wir Ihnen gerne heute vortragen möchten, indem wir sagen, wir müssen es erreichen, dass in den Kommunen eine entsprechende Motivation geschaffen wird, vielleicht auch einfach nur erst einmal ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es europäische Normen gibt, die bei Ihnen etwas zu sagen haben, die Einfluss auf Ihre Politik, auf Ihre Arbeit, Ihre tägliche Dienstleistungsarbeit für die Bürgerinnen und Bürger haben. Und da sollten Sie auch die Möglichkeit haben, diese mit zu beeinflussen, die entsprechenden guten Dinge, die man in Hessen gelernt hat, auch in die europäische Politik hereinbringen. Der zweite Schwerpunkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gucke nur dauernd etwas hilflos auf diese Seite, weil ich irgendwie schon überrascht bin, dass das Europaministerium bei einem derartigen Thema in keinster Weise vertreten ist, Herr Finanzminister, vollkommen egal, es ist nicht da. Also der Europaminister nicht da ist. Herr Innenminister, ich weiß das schon, die Zuständigkeiten zu schätzen, aber wenn jemand über Europa redet, gehe ich davon aus, dass jedenfalls der Anstand es gebietet, dass die Europaministerin und oder ihr Staatssekretär hier anwesend ist. Das darf ich aber mal zu Protokoll geben, obwohl ich ungern von der Regierungsbank gestört werde. Das zweite Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind die europäischen Fördermittel. Auch hier gilt wieder genau dasselbe von der Struktur her. Ja, wir haben eine gute Organisation in Brüssel aufgebaut. Ja, wir haben mit den kommunalen Familien auch Informationen, wie es denn weitergehen kann, wo man sich denn Geld holen kann. Und wir haben hier sogar entsprechende Einrichtungen in mindestens 2 Ministerien neben dem Europaministerium, wie man Fonds verwaltet und wie man an Gelder kommt. Aber unten ist wieder die Frage,
Und ich meine mit unten, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn jetzt jemand polemisch werden will, mir zu unterstellen, dass ich unten als unten ansehe, als Mensch, der seit 1977 Kommunalpolitik macht. Ich glaube, da können wir uns gleich mal damit zur Seite begeben. Das wäre reine Polemik. Diejenigen, die es interessieren muss, die kommen da nicht wirklich heran, weil sie die entsprechenden Informationen nicht haben, weil sie sie nicht haben können, weil sie nicht genügend Personal offensichtlich dafür bisher zur Verfügung gestellt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist natürlich ein Angebot, und ich kann Ihnen verraten, in der FDP-Fraktion habe ich in der ersten Lesung keine hundertprozentige Unterstützung bekommen. Bei der Frage allein hauptamtlich, ehrenamtlich, bei der Frage, wo ist das Limit mit den Einwohnerzahlen, wann braucht man wie was, da waren wir schon ein bisschen streitig in unserer Elf-Mann-Truppe, was wir ja ansonsten fast nie sind. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist deshalb bewusst ein Angebot, wie wir es jetzt hier gewählt haben. Aber Sie merken auch, dass wir bereit sind, das ein oder andere aus der Anhörung heraus aufzunehmen und möglicherweise dann noch besser zu machen mit Ihrer Unterstützung und mit der Unterstützung der Anzuhörenden. Ich will in keinster Weise verschweigen, dass die Idee schon einmal aufgegriffen worden ist hier im Hause in einem Antrag der Sozialdemokraten 8354 aus dieser Legislaturperiode. Wir haben uns jetzt die Arbeit gemacht, oder wir haben uns die Arbeit gemacht. Eine hervorragende Mitarbeiterin hat die Arbeit sich gemacht, einen Gesetzentwurf daraus zu bauen, sodass wir jetzt eine Stufe weiter sind. Und jetzt kann man nicht mehr so schnell weg sich mogeln, wie es bei dem Antrag der SPD die Regierungsmehrheit gemacht hat. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Hahn. Für die Linken hat sich Herr Felstehausen zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren hier und heute einen Gesetzentwurf der FDP, ein Gesetz zur Stärkung der Rolle der Kommunen auf EU-Ebene. Lassen Sie mich mit dem Positiven beginnen. Der Titel Ihres Gesetzentwurfs, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ist wirklich gut gewählt, weil er unmittelbar einleuchtet. Eine Stärkung der Rolle der Kommunen auf EU-Ebene. Sicherlich würde hier im Haus und schon gar nicht bei den hessischen Kommunen sich irgendjemand darüber beschweren, wenn es dazu kommen würde. Wie im Gesetzentwurf, richtigerweise, das Aber kommt noch. Ich will noch ein bisschen mit dem Lob, da noch ein bisschen beim Lob bleiben. Wie im Gesetzentwurf richtigerweise hervorgehoben, haben die allermeisten EU-Regelungen direkt oder indirekt Einfluss auf die Kommunen. Herr Hahn sagte gerade 70%. Manches davon ist aus unserer Sicht wichtig und gut, anderes wiederum grundfalsch, und vieles ist einfach nur kompliziert und intransparent. Und dies gilt vor allen Dingen für diese vielen komplizierten Fördertöpfe, die mit ihrer Bürokratie und dem undurchsichtigen Wirrwarr an Zuständigkeiten viele unnötige Hürden enthalten. Doch egal, wie man zur EU-Regelung im Einzelnen steht, ganz viele dieser Regelungen betreffen eben die Kommunen, und daher wäre es absolut sinnvoll, wenn deren Rolle auf EU-Ebene gestärkt werden würde. Eine solche Aufwertung der Kommunen wäre allerdings nur einer von insgesamt mehreren wichtigen Schritten, um die EU insgesamt transparenter, bürgernäher und vor allem demokratischer zu gestalten, was dringend notwendig ist. In diesem Zusammenhang müssten wir dann allerdings auch über weitergehende Fragen sprechen, zum Beispiel darüber, wie man den Einfluss von Lobbygruppen, den Einfluss von Konzerninteressen und neoliberalen Thinktanks auf EU-Ebene wirkungsvoll zurückdrängen kann. Oder lassen Sie uns darüber sprechen, wie sich die Machtbefugnisse von der EU-Kommission, aber auch von den Institutionen wie der Europäischen Zentralbank hin zum Parlament und zur Zivilgesellschaft verschieben lassen. Oder wir könnten darüber diskutieren, was wir dagegen tun, dass Frontex und Co. weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit die europäischen Außengrenzen militarisiert und eine Festung Europa entsteht, die im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht, um ihren Wohlstand nicht mit dem Rest der Welt zu teilen. All das könnten wir in einer Debatte um Europa sehr wohl diskutieren. Und all das sind wichtige und grundlegende Fragen von Demokratie in Europa,
über die wir sprechen sollten, sprechen müssten, bei der ich allerdings begründete Zweifel hätte, ob wir da einen Konsens mit der FDP bekommen würden. Hier und heute geht es jedoch klar um die Rolle der Kommunen. Und da ist für uns ganz klar, ja, die Rolle der EU muss, die Rolle der Kommunen in der EU muss gestärkt werden. Und die hessische Landesregierung muss hier mehr tun als bisher, um die Kommunen dabei zu unterstützen, meine Damen und Herren. Das Problem ist nun, und jetzt komme ich zu meiner Kritik, das Problem ist, der Gesetzentwurf der FDP trägt hierzu einfach gar nichts bei. Im Gegenteil, er beschreibt zwar ein reales Problem, aber er verortet das Problem auf der falschen Seite, am falschen Ende, nämlich bei den Kommunen und nicht dort, wo es eigentlich entsteht, auf der Ebene der EU. Und in diesem Sinne ist Ihr Titel zwar einleuchtend, aber eben auch völlig irreführend. Der Einfluss der Kommunen auf die EU-Politik erhöht sich nämlich nicht dadurch, dass das Land den Kommunen vorschreibt, ab sofort Europabeauftragte einzusetzen. Wenn, dann müsste umgekehrt die Landesregierung auf die EU einwirken, damit die dort vorhandenen Gremien und Interessenverbände der Kommunen stärker berücksichtigt werden und es neue Mechanismen der demokratischen Mitbestimmung von unten gibt. Davon ist aber in Ihrem Gesetzentwurf, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, überhaupt keine Rede. Jetzt den Kommunen aber per HGO-Änderung vorschreiben zu wollen, eine solche Beauftragtenposition einrichten zu müssen, das, meine Damen und Herren, ist wirklich komplett sinnfrei und stellt einen unmittelbaren Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar. Sie tun ja gerade so, als ob die Kommunen sich bisher nicht mit Europa beschäftigt hätten oder erst ein Gesetz dafür bräuchten, um sich mit Europa zu beschäftigen. Aber genau das Gegenteil ist doch der Fall. Einige, gerade der größeren Kommunen, haben doch längst Europabeauftragte ernannt. Und andere betrachten es als Querschnittsaufgabe und machen das dezentral, je nachdem auch, wie eine lokale Verwaltung denn organisiert ist und wie diese arbeitet. Die Kommunen jedenfalls wissen sehr genau, wofür sie ihre Gelder und ihr Personal einsetzen müssen. Und dafür brauchen sie dann eben keine guten Ratschläge oder Beauftragte durch die FDP. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Es ist doch wirklich absurd, dass ausgerechnet die FDP einen solchen Vorschlag macht. Ausgerechnet jene Fraktion, die bei jeder passenden, noch mehr bei jeder unpassenden Gelegenheit sich als Hüterin der kommunalen Selbstverwaltung darstellt, die Bürokratieabbau und schlanken Staat inszeniert. Diese FDP will jetzt den Kommunen vorschreiben, was sie zu tun haben. Es ist doch absurd, mit dem Verweis auf die kommunale Selbstverwaltung gegen die Abschaffung der unsozialen Straßenbeiträge an der Stelle zu sagen, ja, da wollen wir den Kommunen etwas vorschreiben und hier jetzt nicht vorschreiben und hier wollen wir jetzt die Beauftragten zwingend einführen. Und es ist doch absurd, gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler regelmäßig für den Abbau kommunaler Leistungen zu argumentieren und jetzt aber allen Kommunen ab 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hauptamtliche Europabeauftragte aufs Auge drücken zu wollen. Das, meine Damen und Herren, passt doch überhaupt gar nicht zu Ihrem Profil. Diese Hauptamtlichen werden, so viel kann ich Ihnen auf jeden Fall verraten, doch ein bisschen mehr kosten als die 500 Euro pro Monat, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf veranschlagt haben. Unser Fazit, ja, wir müssen die Rolle der Kommunen stärken. Wir müssen sie sogar deutlich stärken, wenn es um Europa geht. Und ja, es ist gut, wenn die hessischen Kommunen sich mit europäischen Angelegenheiten beschäftigen. Aber allen Kommunen per Gesetz Europabeauftragter aufzuzwingen, ist sicherlich der falsche Weg. Ein solcher Schritt löst keines der Probleme und ist eben ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Und falls es hierzu eine Anhörung gibt, wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, damit es dazu kommt, werden es die Kommunen sicherlich ähnlich kommunizieren. Wir werden auf jeden Fall diesen Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Felstehausen. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Hofmann gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte erst noch einmal zu Beginn meiner Rede dieses Thema etwas grundlegender einordnen. Worüber sprechen wir?
Wir sprechen über unsere Europäische Union, die eine Wertegemeinschaft ist, ein Modell der liberalen Demokratie, die Mitgliedstaaten zusammenführt in dem festen Ziel der gegenseitigen Stärkung, der gegenseitigen Unterstützung auf einer Wertebasis für Wohlstand, Freiheit, Arbeit und Wirtschaft, dem Sozialmodell im globalen Wettbewerb, um auch gemeinsame Antworten auf den Klimawandel, die Digitalisierung, die Migration auf dem festen Fundament von Demokratie und Rechtsstaat zu finden und zu suchen. Die Europäische Union, in der wir leben dürfen, ist für uns ein Geschenk. Sie hat uns über 70 Jahre und bis zum heutigen Tage Freiheit und Frieden und Wohlstand gesichert. Leider in einem Teil Europas ist dies nicht mehr so. Durch den schrecklichen Angriffskrieg Putins gibt es leider in einem Teil Europas, in der Ukraine, leider Krieg. Gerade in diesen Zeiten, in den Zeiten einer globalen Welt, in einer Welt, wo die Konflikte und die kriegerischen Auseinandersetzungen zunehmen, in einer Welt, die unsicherer wird und nicht sicherer, müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Europäische Union, unsere Wertegemeinschaft, in der wir leben dürfen, weiter zu stärken, und zwar auf allen Ebenen, meine Damen und Herren. Die Europäische Union fußt ganz bewusst auf einem Mehrstufensystem, ganz klar auch auf den Kommunen, die das Fundament der Europäischen Union sind, auf den Ländern, den Mitgliedstaaten. Und deshalb ist es doch wichtig und richtig zu fragen, wie können wir auch die Kommunen, die nicht nur im administrativen Bereich, sondern die auch im rechtlichen Bereich, Dr. H.C. Hahn hatte ja schon darauf hingewiesen, dass 70% der Vorgaben und Vorschriften auch die kommunale Ebene betreffen, dass wir gerade jetzt die Frage stellen, wie können wir die kommunale Ebene stärken, meine Damen und Herren? Denn in den Kommunen leben die Menschen. Hier ist die Wiege der Demokratie. Hier wird Daseinsvorsorge gelebt. Und ich bin dankbar, dass Sie es selbst erwähnt haben, dass Sie, ich will es mal so formulieren, abgeschrieben haben. Die SPD hat bereits zweimal diesen Antrag gestellt, durch entsprechende Europabeauftragte auf der kommunalen Ebene eben genau hier anzusetzen, zu sagen, wie können wir Europa in den Kommunen stärken, meine Damen und Herren. Und deshalb muss ich ganz klar sagen, Herr Felzhausen, bin ich von Ihrer etwas kleinteiligen Kritik etwas irritiert. Ja, in diesem Gesetz ist eine Sollvorschrift normiert. Ab 50.000 Einwohnern sollen erst hauptamtliche Strukturen geschaffen werden, darunter eben genau ehrenamtliche Strukturen, auf die man ja auch bewusst setzt. Und es ist wichtig, dass wir hier auch in den Kommunen bei den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr engagierte Personen finden, hoffentlich solche Beauftragte, die sagen, ja, die europäische Idee ist auch meine Idee. Ich multipliziere sie in meine Kommune, in meine Stadt hinein. Ich gucke, dass ich zum Multiplikator bin oder werde, dass ich natürlich in dieser Förderkulissen-Dschungel, dass ich da die Kommune unterstütze, weil das ist ein großes Problem, und dass ich, nein, als Hauptaufgabe eben, deswegen soll es ja diese eigenen Beauftragten geben, als eigene Aufgabe, das ist das Entscheidende. Und der Gedanke ist überhaupt noch nicht hier angesprochen worden, dass hier auch über die Kommunen, deshalb ist es auch der richtige Ansatzpunkt, hier natürlich auch die Völkerverständigung, die Partnerschaften, die hier schon mannigfaltig über 6.500 Partnerschaften der Kommunen in Deutschland, dass die auch über solche Beauftragten hinaus weiter gepflegt und gestärkt werden. Deshalb sage ich Ihnen deutlich, das ist ein richtiger Ansatz. Und deshalb begrüßen wir
diesen Gesetzentwurf. Wir werden ihn konstruktiv auch im Gesetzgebungsverfahren unterstützen. Und ich sage Ihnen deutlich, gerade in diesen Zeiten der Mehrfachkrisen in einer globalen Welt brauchen wir mehr Europa. Wir brauchen ein stärkeres Europa, auch in den Kommunen, dort, wo die Menschen leben. Und deshalb ist es richtig, durch solch einen Ansatz hier auch die kommunale Seite stärker in das Zentrum der europäischen Idee zu rücken, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Hofmann. Für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN erteile ich Frau Dahlke das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Freien Demokraten möchten gerne kommunale Europabeauftragte in jeder Kommune in Hessen einsetzen, und sie wollen das in der HGO und der HKO vorschreiben. Dabei ist das, haben wir eben schon gehört, eigentlich gar keine Idee der Freien Demokraten, sondern stammt aus einem Antrag, der im Sommer auf der Landesversammlung der Hessischen Europaunion beschlossen worden ist. Fairerweise muss man sagen, haben wir eben auch gehört, dass schon seit April ein Antrag der SPD vorliegt, der es aber bisher noch nie in den Ausschuss oder ins Plenum geschafft hat. Der scheint dann doch nicht so prioritär behandelt zu werden, der sich auch mit der Thematik beschäftigt, nur dass man sich hier eben nicht die Mühe gemacht hat, einen Gesetzentwurf zu schreiben. Es ist jetzt also nicht ganz klar, wer die Idee ursprünglich hatte. So oder so stellen sich für uns aber zwei Fragen. Erstens, haben Sie die Kommunen eigentlich einmal gefragt, ob die das gut finden, einen Pflichtbeauftragten vom Land vorgegeben zu bekommen? Und zweitens, ist das überhaupt sachlich sinnvoll, das so zu machen? Das sind die zwei Fragen, die sich hier stellen. Und die Antwort auf die erste Frage ist höchstwahrscheinlich nein. Und die Antwort auf die zweite Frage ist ziemlich sicher nein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nämlich, unbestritten ist, die Kommunen tragen eine sehr wichtige Rolle im Gefüge der Europäischen Union. Etwa 2/3 der Gesetzgebung betrifft die Kommunen direkt oder indirekt. Partnerschaften zwischen Städten halten die Verbindungen zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten zusammen. Und im Prinzip sind die Kommunen die Basis, ohne die die Europäische Union so gar nicht funktionieren und existieren würde. Der Landesregierung ist das selbstverständlich bewusst. Deswegen fördert sie auch mit ganz unterschiedlichen und vielfältigen Maßnahmen die europäische Integration hier in Hessen. Zum Beispiel mit dem Europanetzwerk. Wir haben Veranstaltungen rund um die Europawoche. Wir haben das Mehrregionenhaus in Brüssel. Wir haben jetzt ganz aktuell das Hey Europe Festival. Und wir haben natürlich auch nicht zuletzt das sehr erfolgreiche Hessen-Rail-Programm, wo junge Leute auf Kosten des Landes Europa mit dem Zug entdecken können. Und andersrum wollen Kommunen ja auch Einfluss auf die Politik in Brüssel und Straßburg nehmen. Und da gibt es einige institutionell verankerte Wege. Es gibt den Ausschuss der Regionen, es gibt den Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats und es gibt den Rat der Gemeinden und Regionen Europas. Da können Kommunen sich aus der gesamten EU treffen und ihre Stimme einbringen und sich so Gehör verschaffen. Und ich weiß gar nicht, ob das immer alles so bewusst ist, wie viele Möglichkeiten es da schon gibt. Daher an dieser Stelle danke an die Freien Demokraten. Danke, dass man an diesem Pult mal wieder auf diese Möglichkeiten hinweisen kann. Und es ist ganz klar, die großen Fragen unserer Zeit können wir nur gemeinsam beantworten. Das ist die Überzeugung der Landesregierung, der sie tragenden Fraktionen. Und es ist gut, wenn auch die Kommunen erkannt haben, welche Rolle Europa für sie spielt. Jetzt kommen wir zum Gesetzentwurf. Eine Vorgabe durch das Land in der HGO braucht es dafür aber nicht. Es hat übrigens auch kein anderes Bundesland so geregelt, kein einziges. Und wenn Sie mal recherchieren, gibt es trotzdem viele Kommunen, die Europabeauftragte haben, wenn sie das in ihrer kommunalen Selbstverwaltung für richtig und wichtig erachten. Die haben dann halt auch ganz unterschiedliche Aufgaben pro Kommune, die eben für die Situation vor Ort am besten passt. Die einen haben jemanden, der eher informativ unterwegs ist. Die anderen beschränken sich auf die Betreuung der städtischen Partnerschaften, aber eben so, wie das die Kommune für sich selber entscheidet. Und es ist definitiv nicht so, dass die Kommunen, die sich mit Europa beschäftigen wollen, das nicht schon können, die es nicht schon auf den Weg machen können.
Es braucht auf jeden Fall keine Verankerung dazu in der HGO. Und deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, ab. Es wird ja eben auch noch auf die Frage der Fördermittelberatung wurde eben auch angesprochen. Die Freien Demokraten suggerieren hier in dem Gesetzentwurf einen Mehrwert durch vom Land vorgeschriebene Europabeauftragte, weil die Kommunen sich dann besser in diesem breiten Angebot der EU-Fördermittel zurechtfinden würden. Aber auch hier sehen wir das ein bisschen anders. Ja, die Beantragung und vor allem die Abrechnung dieser reichhaltigen EU-Fördermittel die ist komplex und kann auch sehr komplex sein. Aber sie ignorieren total, welche Angebote es schon gibt. Sie ignorieren total, welche Angebote es schon gibt, und Sie hören mir noch nicht mal zu, wenn ich zu Ihrem Gesetzentwurf rede. Das ist ein bisschen schade. Ja. Da sind zuerst die EU-Förderlotsen im Innenministerium. Da ist das EU-Beratungszentrum der Staatskanzlei, dessen Aufgabe es ist, als zentraler Ansprechpartner der EU-Förderung sämtliche Anfragen in dem Bereich zu koordinieren. Dann gibt es noch die Europe Direct Informationszentren. Da haben wir 4 von den Hessen. Die holen das noch einmal in die Region jeweils. Und natürlich kann man jetzt darüber reden, wie man diese Beratung noch zielgenauer gestalten werden kann. Aber da jetzt in jeder Kommune eine Person auszudeuten, die das vielleicht gar nicht leisten kann, in diesem breiten Angebot sich zurechtzufinden, das ist aus unserer Sicht keine gute Idee. Lassen Sie die Kommunen doch lieber selber entscheiden, wie sie die Hilfe, die es schon gibt, in Anspruch nehmen wollen. Und da ist mir der Herr Festerhausen jetzt ein bisschen zuvor gekommen, weil ich auch finde, dass ausgerechnet die Freien Demokraten diesen Antrag von dieser Landesversammlung der Europa-Union jetzt aufgreifen und eine Vorgabe für die Kommunen machen wollen, ja? Eine Pflicht für die Kommunen vorschreiben wollen. Das ist ziemlich widersinnig, das ist ziemlich überraschend. Also so viel zum Thema kommunale Selbstverwaltung und Bürokratieabbau und FDP. Ja, also deswegen, ich denke, uns alle hier, wo Augenblick mal eben, Frau Dahlke. Ja. Es ist sehr unruhig im Haus. Die Rednerin hat das Wort jetzt wieder. Genau, ich wollte auch noch etwas Persönliches jetzt sagen zum Abschluss. Ich würde sagen, uns alle hier bis zur FDP eint der Wunsch, die Kommunen bei der europäischen Integration zu stärken. Das sieht die Europa-Union so. Wie gesagt, es gibt diesen Antrag. Da kann man Dankeschön, das ist schön, da freue ich mich über die Zustimmung. Das sehen die Parteien so, die Mitglieder in der Europa-Union haben. Es gibt nun mal aber halt schon sehr viele Möglichkeiten, die Kommunen da zu unterstützen vom Land her, und deswegen ist Ihr Gesetzentwurf der falsche Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dahlke. Für die CDU hat sich Herr Bauer zu Wort gemeldet. Meine Damen und Herren, in die Debatte, wer zuerst die Idee hatte, ob das eine liberale Idee ist oder die Sozialdemokratie hatten, ist völlig egal. Entscheidend ist, ob das eine gute Idee ist, meine Damen und Herren. Und da habe ich meine Meinung dazu mir gebildet bei der Lektüre des Gesetzentwurfs. Und es wurde auch schon deutlich von den Kollegen der Vorrednerparteien, dass man hier durchaus geteilter Meinung sein kann. Herr Hahn, ich will Ihnen gerne zusprechen, dass Sie in beiden Bereichen sich verdient gemacht haben, im Bereich der Europapolitik und auch im Bereich der Kommunalpolitik. Umso mehr verwundert es mich, dass Sie hier diesen Gesetzentwurf vortragen, weil Sie doch bei jeder passenden Gelegenheit auch Ihr liberales Grundcredo hier vortragen und bei jeder Gelegenheit auch Montesquieu zitieren, der ja auch mal gesagt haben soll, wenn es um Gesetze geht, wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Und an diesen Spruch möchte ich Sie gerne erinnern, und den sehe ich vollends zutreffend bei der Frage, was wir heute debattieren. Wir brauchen dieses Gesetz schlicht nicht, meine Damen und Herren. Und natürlich sind die Kommunen in der Tat von überragender Bedeutung für den Aufbau unseres Staates, auch für den Aufbau der Europäischen Union. Die über 92.000 Kommunen innerhalb der Grenzen der EU sind auch deren Fundament. Und neben der zwischenmenschlichen Ebene, Sie haben es schon erwähnt, die Städtepartnerschaften auf europäischer Ebene sind ein wertvolles Element. Aber auch die administrative Bedeutung wird immer größer. Und zu Recht schreiben Sie auch in Ihrer Begründung, dass mittlerweile fast 70% aller Rechtsakte der Europäischen Union direkte oder indirekte Auswirkungen auf die hessischen Kommunen haben. Die allermeisten von uns haben ja auch eine kommunalpolitische Erfahrung und wissen selbst um die Bedeutung des Europarechts auf unsere Städte und Gemeinden.
durch die von Ihnen gesetzten sozialen und ökologischen Standards, den Vorgaben des Verbraucherschutzes, die Binnenmarktregulierungen. Durch all diese Rechtsakte nimmt die EU Einfluss auf den kommunalen Alltag. Wir spüren das im Abfallrecht, im Vergabewesen, bei der Digitalisierung, beim ÖPNV, um nur einige zu nennen. Praktisch kann keine Leistung der Daseinsfürsorge existieren, die nicht auf Regeln der EU zum Auftragsvergabe oder zum Wettbewerbsrecht achten muss. Und vor so einer großen Herausforderung, denke ich, kann man durchaus auch mal überlegen, wie man das Ganze vereinfachen kann. Aber das ist, denke ich, nicht in dem Gesetzentwurf grundgelegt, denn das, was Sie hier vorschlagen, ist eine verpflichtende Tatsache, dass wir auf keinen Fall hier in die HGO einführen möchten. Denn Sie wollen hier einen Ehrenamtlichen damit beauftragen, der überblicken soll, welche Fördermöglichkeiten auf europäischer Ebene existieren. Ich denke, die Last, diese europarelevanten Verquickungen zu überblicken, ist für einen Ehrenamtlichen doch einfach eine Überlastung auch. Der Europabeauftragte soll zudem an keine Weisungen gebunden werden. Das wird die Last sicherlich nicht leichter machen. Die Thematik ist äußerst komplex, verantwortungsvoll und mitunter auch mit sehr viel Geld verbunden. Sie wissen ja selbst, dass die Europäische Union allein in der Fördermittelperiode 2014 bis 2020 für hessische Kommunen über 240 Millionen allein aus dem Fonds für regionale Entwicklung bereitgestellt hat, fast 137 Millionen aus dem Fonds für Landwirtschaft, noch mal 172 Millionen aus dem Fonds für aus dem Europäischen Sozialfonds. Das sind riesige Summen, die da bewegt werden. Und das können Sie doch nicht allen Ernstes einem Ehrenamtlichen auf die Schultern bürden. Meine Damen und Herren, Sie wissen wahrscheinlich nicht, was die Hessische Landesregierung bzw. das Innenministerium in diesem Bereich der Fördermittelvermittlung auch schon leistet. Es wurde schon erwähnt von meiner Vorrednerin. Es gibt hier einen entsprechenden Förderlotsen im Innenministerium, der die Kommunen kompetent berät. Er hat die entsprechende Bürokratie hinter sich. Er kann die entsprechenden Hilfeleistungen passgenau formulieren und auch ideal vermitteln, wenn die Kommunen einen Bedarf haben. Darüber hinaus haben die Kommunen für diese Problematik sicherlich auch ihre Spitzenverbände, die sie bei den entsprechenden Maßnahmen unterstützen können. Dass ausgerechnet ein Ehrenamtlicher für maximal 500 Euro im Monat diese Leistung erbringen soll, ist mir schlicht unerklärlich, meine Damen und Herren. Sie haben es deutlich gemacht. Es wurde schon vornehm formuliert, dass man sich doch verwundert die Augen reiben muss, dass ausgerechnet die FDP hier eine Verpflichtung einführen möchte bei dem Gesetzentwurf, zumal sie doch in der Vergangenheit bei jeder Gelegenheit darauf verwiesen haben, dass sie die kommunale Selbstverwaltung auch entsprechend schätzen. Meine Damen und Herren, es ist schlicht die Frage, ob man diesen Gesetzentwurf braucht oder nicht. Und wir haben die feste Überzeugung, dass man ihn nicht braucht. Ich denke, jetzt schon haben einige Kommunen auf freiwilliger Basis die Möglichkeit eingerichtet, einen entsprechenden Beauftragten für Europarecht auch zu installieren. Man kann das machen, man muss es nicht machen. Und dementsprechend komme ich zum Schluss. Wer will, der kann, aber keiner muss. Danke, Herr Bauer. Für die AfD hat sich Herr Licher zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr verehrte Abgeordnete! Zunächst möchte ich Frau Hoffmann danken für die Einladung, dieses ganze Thema mal ein wenig grundlegender zur Beleuchtung. Denn wie immer, wenn es um die heilige Kuh EU geht, müssen wir die Diskussion oder die Debatte mal wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und dazu gehört, dass die EU von heute natürlich eine Folge des Friedens in Europa ist und keineswegs die Ursache. Alles andere ist gefährliche Geschichtsklitterung, meine Damen und Herren. Und wenn es denn so wäre, dass die EU tatsächlich eine Wertegemeinschaft bildet, warum ist es dann eigentlich notwendig, dass die EU sich in immer mehr Lebens- und Verwaltungsbereiche hineindrängt? Wozu braucht es das denn? Meine Damen und Herren, diese Wertegemeinschaft ist eine Illusion, eine gefährliche Illusion. Kommen wir nun zum vorliegenden Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Zunächst möchte ich sagen, Ihre Problembeschreibung ist weitgehend zutreffend. Und genau da liegt auch schon das erste Problem. Woher kommt es denn, dass 70% des kommunalen Handelns im Grunde genommen von der EU determiniert werden? Und das spüren wir doch auf Bundes- und Landesebene ganz genauso. Und, meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als eine grobe Verletzung des Grundsatzes der Subsidiarität. Ja, vielleicht ist tatsächlich in Vergessenheit geraten, was das eigentlich bedeutet. Ja, dass die
Entscheidungen nämlich möglichst nah am Bürger getroffen werden, wo auch die demokratische Kontrolle und auch die rechtsstaatliche Kontrolle am besten funktionieren. Und dieser Grundsatz kommt hier unter die Räder, meine Damen und Herren. Und dem können wir uns natürlich keinesfalls anschließen. Jetzt ist natürlich auch genannt worden in dem Gesetzentwurf, dass es ja ganz erhebliche finanzielle Anreize und Fördermittel auf EU-Ebene gibt. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir eine nicht hinreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen. Das ist einfach ein Faktum. Immer mehr Aufgaben müssen mit den begrenzten Mitteln erfüllt werden, und das funktioniert eben auf Dauer nicht. Und das Wechselspiel zwischen EU-Fördermitteln und auch anderen Fördertöpfen, das führt natürlich, nennen wir es doch einfach mal beim Namen, zu einer gewissen Korrumpierung der kommunalen Entscheidungsträger, dass sie sich eben nicht zunächst darum kümmern, was gut und richtig für ihre Bürger, für ihre Kommunen ist, sondern dass sie zuerst gucken müssen, wo sie am meisten Fördermittel kriegen, damit sie den kommunalen Haushalt überhaupt noch einigermaßen gestemmt bekommen. Das ist doch der Kern des Problems, meine Damen und Herren. Und durch diese Mechanismen erleben wir ja auch einige kuriose Effekte. Weil die Partikularinteressen dabei ja durchaus erfolgreich bedient werden, sind am Ende alle irgendwie zufrieden, obwohl Deutschland insgesamt viel, viel mehr Geld bezahlen muss, als es selbst aus Europa zurückerhält, und das Ergebnis dieser Politik dann auch immer schlechter wird. Und das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Der Kern dieses Gesetzentwurfs, eben die bereits genannten kommunalen Europabeauftragten, die werden all diese Prozesse und Rahmenbedingungen, die heute schon negativ wirken, noch weiter verstärken. Es handelt sich sogar im Kern um Bürokratiebewältigungsbürokratie. Und auch da, Achtung, festhalten, da muss ich ja sogar der Frau Abgeordneten Dahlke recht geben, dass das ausgerechnet von den Freien Demokraten kommt. Also, da ist irgendwo der ordnungspolitische Kompass verschütt gegangen. Das merken wir leider an anderer Stelle auch. Und Sie stellen sich dadurch selbst wirklich kein gutes Zeugnis aus. So, und was braucht es denn nun tatsächlich, um die Rolle der Kommunen in der EU zu stärken? Zuallererst eine Rückkehr zum Subsidiaritätsprinzip. Und dann würde automatisch auch die Einmischung der EU in immer mehr Ebenen der Gesetzgebung deutlich reduziert werden. Und, meine Damen und Herren, dazu gehört auch, dass man endlich wieder dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigungen folgt. Denn das bedeutet, dass jeglicher Souveränitätstransfer in Richtung Brüssel nicht für alle Ewigkeit ist. Nein, es ist ein von den Nationalstaaten vollzogener Transfer, und der kann auch wieder zurückgenommen werden. Und weil dieser Transfer eben reversibel ist, braucht es auch eine Aufgabenkritik der EU. Hier wurde ja gerade aufgezählt, in wie vielen Politikfeldern die EU vermeintlich Gutes für unser Land leistet. Und meine Damen und Herren, wenn wir das mal wirklich auf den sachlichen Gehalt abklopfen würden, da würde sehr schnell die Fassade zu bröckeln beginnen. Und deswegen ist es elementar, wenn die EU weiterhin funktionsfähig sein soll und ihre zum Teil ja wirklich unstrittige Erfolgsgeschichte, damit die endlich weiter fortgeschrieben werden kann. Deswegen ist es notwendig und richtig, dass die EU Aufgabenkritik betreibt und dass wir die Politikfelder, die nicht sinnvoll von Brüssel aus gestaltet werden können, dass wir die sehr schnell wieder in nationale, bundeslandbezogene oder eben kommunale Hoheit zurücküberführen. Und weil das so ist, können wir diesen Gesetzentwurf natürlich nur ablehnen. Danke sehr. Herr Gerlichert, für die Landesregierung spricht nun der Innenminister, Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich hatte ich auf meinem Zettel nur aufgeschrieben, dass das Thema Europa von den meisten Abgeordneten hier hinreichend und gut beleuchtet worden ist, wie ich finde, auch richtig beschrieben und auch die Wertschätzung und Anerkennung für die Kommunen durch nahezu alle Rednerinnen und Redner hier zu dem Tagesordnungspunkt richtig und korrekt dargestellt worden sind. Aber der letzte Beitrag hat uns da wieder leider ein Stückchen zurückgeworfen. Und ich möchte einfach nur ein paar ganz wenige Bemerkungen machen. Europa ist keine gefährliche Illusion, wie Sie gerade hier vorgetragen haben.
Europa ist eine Wertegemeinschaft, meine Damen und Herren. Ich bedauere, wenn es so sein sollte, dass Sie die Werte von Freiheit, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht teilen. Aber das Haus in seiner ganz großen Mehrheit teilt diese Werte, und das ist in der Debatte zum Ausdruck gekommen. Es ist, meine Damen und Herren, keine gefährliche Illusion. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und diese Schicksalsgemeinschaft sehen wir gerade in den letzten Monaten, in denen unser Frieden, unsere Freiheit, unser Wohlstand bedroht worden ist. Und deswegen will ich hier noch einmal deutlich sagen, dass wir in Deutschland, in Hessen, aber eben auch unsere Kommunen darauf angewiesen sind, dass wir in dieser Wertegemeinschaft zusammenleben, uns unterstützen. Und das war mir wichtig, am Anfang noch einmal hier klarzustellen. Meine Damen und Herren, Wolfgang Greilich, ein ehemaliger Kollege von uns, ist gerade eben schon zitiert worden, Kollege Dr. Hahn. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen, meine Damen und Herren. Und das ist der Grund, warum auch die Hessische Landesregierung genau diesem Gesetzentwurf der FDP nichts abgewinnen kann. Nein, meine Damen und Herren, es ist ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung mit diesem Gesetz geplant, ein massiver Eingriff in die Organisationshoheit der Städte und Gemeinden, und das halten wir seitens der Landesregierung nicht für richtig. Es ist auch im Grunde völlig egal, ob ehrenamtlich oder das Modell der Hauptamtlichkeit. Wenn in 12 Städten über 50.000 Einwohner und 21 Landkreise auch noch hauptamtliche Beauftragte entsprechend gebildet werden sollen bzw. berufen werden sollen, dann ist das natürlich auch ein konnexer Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Auch das möchte ich hier noch einmal kurz angesprochen haben. Aber gerade auch der Ehrenamt, es kommt so freundlich und so liebevoll daher. Na ja, wir wollen ja nur einen ehrenamtlichen Beauftragten. In 119 Städten und Gemeinden haben wir keine 5.000 Einwohner. Da besteht die Kernverwaltung wahrscheinlich nicht einmal aus 20, vielleicht nicht aus 15 Leuten. Und denen wollen Sie jetzt noch auferlegen, dass sie eine Aufgabe in den Städten und Gemeinden bewältigen sollen, die dort jedenfalls mal nicht richtig angesiedelt ist. Nein, meine Damen und Herren, es gibt vorhandene Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, die hier gerade eben auch hinreichend dargestellt worden sind, auf der Ebene der kommunalen Spitzenverbände, auf der Ebene der Länder, auf der Ebene des Bundes. Es gibt unglaublich viele Unterstützungsmöglichkeiten für die Städte und Gemeinden darüber hinaus. Ich bin sehr dankbar, Herr Abgeordneter Bauer, dass Sie den Förderlotsen des Hessischen Innenministeriums hier noch einmal besonders hervorgekehrt haben. Meine Damen und Herren, das ist alles vorhanden. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, die Hessische Landesregierung kann sich ihrem Ansinnen nicht anschließen. Das heißt, dass wir aber gleichwohl sozusagen uns in Europa sehr wohlfühlen, mit den Zielen der Europäischen Union uns vereinbart fühlen und auf der anderen Seite eine große Anerkennung und Wertschätzung auch für die europäischen Interessen der Kommunen haben. Aber eines Beauftragten in jeder Kommune bedarf es dafür nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss, mitberatend in den Europaausschuss. Kein Widerspruch? Dann machen wir das so.